Hallo und willkommen zurück zu Flatland. Und wir hatten zuletzt das hier unten etwas ausgebaut und die hier zusammengesetzt. Und ja, ich glaube, hier machen wir jetzt erstmal nichts weiter. Die könnten halt jetzt da hin und her geschippert werden, aber wir könnten höchstens... Ja, wir könnten, bräuchten da eigentlich mehr Leute. Aber ich will da jetzt auch noch niemanden rausschicken. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir diese Insel klären und die hier dann auch noch zu Köchen machen. Damit die auf der Insel dann auch noch, also hier dieses Kulturdings da lernen. Damit die auf der Insel eben auch noch Brot backen und so weiter können, weil die haben hier nicht mehr. Und das werden halt immer mehr und die haben jetzt schon zu wenig zu tun. Wir reißen jetzt mal das Ding ab. Das Ding geht nicht, dafür bräuchten wir Seile, die bekommen wir aber sicher auch noch irgendwann. Und das haben wir denn überhaupt? Thermit. Das sollte ja dann weg sein, oder habe ich das jetzt verwendet? Ah, okay, das wird da eingesetzt. Okay, wunderbar, mach mal das platt. Das geht mit TNT, aber das brauchen wir wahrscheinlich noch so nicht. Und dafür bräuchten wir die Tauchausrüstung. Okay. Die werden jetzt erst noch das hier zu Ende erforschen. Die kommen, da sind nochmal zwei Forschungsdinger und dann werden wir die umstellen. Und in der Zwischenzeit sammeln wir jetzt einfach nur Ressourcen an. Wir hatten auch hier noch einen neuen Holzfäller gebaut, oder? Ja, genau. Der ist da am Holzfällerern. Und die sind da Häuser am Zerlegen. Ja, da gab es die Krankheit. Wir müssten natürlich eben auch hingehen und überall diese Krankenhäuser-Dinger da bauen. Sortierhaus ist fertig. Wunderbar. Dann nehmen wir... Oh, die haben da jetzt schon nichts mehr. Huh. Okay, dann lassen wir nur den einen und dann setzen wir die hier rein. Hm. Keine Ressource. Ah, Moment. Müllmodus. So. Dann haben wir bald wieder, können wir ein neues Gesetz setzen. Gebäude ist nicht in Betrieb. Ja, weil der hier aktuell überlastet ist, oder? Ja, machen wir hier erstmal Suche abbrechen, damit der das einmal da wegnimmt. Da wären auch noch Leute. Die wären ja eigentlich da zu gebrauchen, aber... Ach, da habe ich auch schon gesagt, dass die... Na, soll er auch mal die erstmal hier das noch leer räumen. Hm. Oh, das ging aber schnell. Okay, das ganze Ding haben sie platt gemacht. Und, okay, die sind da am Forschen. Die bringen dann nochmal ein Ding rein. Dann machen sie das jetzt auch noch fertig. Und dann werden wir die direkt umstellen.
Lop. So. Die machen jetzt Akademie. Und bilden sich. Und, boah. Das war's dann hier auch soweit. Wie sieht's jetzt da aus? Ah, den haben wir noch. Ne, ich glaube, das hat der erledigt. Ist da noch ein Sammelauftrag gewesen? Ne. Doch, da, aber das sehe ich gar nicht. Okay, erkunden, abbrechen. Das ist aber auch Quatsch, dass der nicht zuerst diesen Kram da abholt. Das sollte ja eigentlich immer die höchste Priorität haben. Ein Gebäude ist nicht in Betrieb. Hat's erledigt. Okay. So, der hat den Kram hier jetzt eingesammelt. Aber die sind natürlich direkt wieder voll, weil die Produktion da schon angestaut hatten. Ja, Forschung ist fertig. Wir können jetzt hingehen und in Erkundung soll die Taucherausrüstung geholt werden. Dafür brauchen wir ein Kunststoffrecyclingwerk. Und dafür brauchen wir eine Kunststoffrecyclinganlage. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Das machen wir aber beides nicht. Dann gehen wir in Erkundung. Holen uns die Taucherausrüstung. So, jetzt gucken wir uns das mal an, damit das weggeht. Kunststoffrecyclinganlage. Okay. Und jetzt können wir hingehen und das hier beispielsweise auch noch durchsuchen. Genau. Da ist keine Krankheit drin, ne? Und dann können wir als nächsten Schritt quasi ja, da bräuchten wir jetzt schon einen mehr. So, geht der hier rein. Der soll mal nur die Forschung da rausholen. Das war, genau, da war keine Seuche. Ja, auch nicht. Okay. Und hier ist auch alles in Ordnung. Dann holen wir uns die Teile da raus. Und da sind wir leider zu weit von weg. Und hier ist quasi nichts. Okay, aber hier unten auf der Insel hatten wir, glaube ich, noch. Naja, interessanter Ort. Und da haben wir auch noch einen interessanten Ort. Okay. Naja, und das kriegen wir noch nicht weg. Gut, gut. So, die können erstmal weiter eben sich bilden. Und Nahrung ist jetzt auf jeden Fall schon ordentlich angesammelt. Wir könnten auch hier nochmal so ein Schrottsammeldingen hinbauen. Die bräuchten sowieso noch. Na gut, die sind das Ding noch am Zerlegen. Das hier können wir natürlich noch ausnehmen. Das hier ist gut. Naja, die sind schon noch beschäftigt. Und da hier ist halt. Das muss halt vor allem Dinge einfach abtransportiert werden. Damit wir hier mehr Platz haben. Weil wir müssten natürlich dieses Sortierhaus da bauen, aber
Ach, wir müssen sowieso zwei dahin bauen. Okay. Dann bauen wir den doch direkt dahin. Und dann bauen wir hier noch einen hin. Ah, nee, Moment, der hatte... Bei dem sind alle... Alle im Bezirk, dann brauchen wir den nicht. Gerade so, aber... Sind anscheinend ja drin. Okay, wunderbar. Und da könnten wir theoretisch Trümmer hier abernten, aber... Irgendwann eine Krankheit, das brauchen wir nicht. Suche ist beendet. Jawohl. Aufmerksamkeit, jawohl. Wir Proxys werden euch die Wahrheit hinter dem Schwalbenschwanz-Projekt offenbaren. Wir Proxys leben seit Jahren unter euch. Wir sind eure Kollegen, Angestellter, Kellner und Partner. Wir Proxys haben Beweise für die Manipulationen des Weltklimas. Wir Proxys werden das Schwalbenschwanz-Projekt stoppen, das angeblich das Klima verbessern soll, in Wirklichkeit aber das Gegenteil bewirkt. Wir Proxys sind uns bewusst, dass Klima ein zyklisches Phänomen ist, das in letzter Zeit zu einer natürlichen Abkühlung des Planeten geführt hat. Wir Proxys haben die Lügen der Eliten durchschaut, die mit Hilfe von Schwalbenschwanz den Planeten künstlich erwärmen wollen, um die Weltbevölkerung in den nächsten 10 Jahren um 30% zu reduzieren. Wir Proxys haben die Ressourcen, um die Cybersicherheit von 7 bis 12 Schwalbenschwanzanlagen auf der ganzen Welt zu überwinden und ihre militärische Unterstützung gegen sie einzusetzen. Wir Proxys werden die Menschheit retten. Ist klar. Mhm. Ja, dann nimmt mal den Krempel mit. Düm, da haben wir noch was. Artikel zur Permafrost-Pandemie. Ein Ausschnitt aus der Zeitschrift Scientific Tomorrow, Ausgabe Februar 2021. Eine neue Studie hat ergeben, dass der Permafrostboden in der Arktis von Krankheitserregern durchsetzt ist, die den Menschen schaden könnten. Der Permafrostboden, ein dauerhaft gefrorener Boden, befindet sich in hohen Breitengraden und taut aufgrund des Klimawandels auf. Sobald dies geschieht, werden Treibhausgase sowie möglicherweise auch schädliche Bakterien und Viren freigesetzt, die seit Jahrhunderten eingefroren waren. Ja, nicht nur Jahrhunderte. Die Studie bestätigt das Vorhandensein zahlreicher Krankheitserreger in Proben aus der Arktis, darunter Bakterien, welche die Legionärskrankheit und die Beulenpest verursachen können. Forscher sind der Meinung, dass diese Krankheitserreger eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können, wenn sie in die Umwelt freigesetzt werden. Die Studie betont jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschungen zu den potenziellen Risiken, die das Auftauen des Permafrosts, die Freisetzung von Krankheitserregern mit sich bringen. Na gut. Oh, da haben wir auch nochmal Kram. Aber 20% milde Krankheit. Ach, da ist jetzt aber auch direkt einer. Gut, der fängt sich jetzt die Krankheit an. Das ist natürlich dann nicht so cool. Nee, okay, passt. Das war nur der sich genähert hatte wohl. Hoffe ich. Ach so, hier haben wir auch nochmal was. Der Schlüssel einer besseren Zukunft liegt nach Freiheit. Ja. Milde Krankheit. Ja, da ist überall die Pest drin. Das wollen wir nicht. Da müssten wir erst auch ein Krankenhaus oder sowas bauen. Ja, das Gelände von denen ist jetzt schon nicht besonders toll. Und da bräuchten wir eben Seile. Wir können
denen aber jetzt schon mal ein Moment. Das müssten wir hier auch erst noch erforschen, ne? Mit dem Kochen. Küche. Da kriegt man hier Ausdruck, genau. 410. Ja. Das können die dann erledigen. Küchenbau. Aber auch nicht besser. Standardmodus. Suppenmodus. Und der hat auch den Suppenmodus. Wo gibt's denn den Suppenmodus? Keine Ahnung. Wieder sehr hilfreich hier. Kann man zwar draufklicken. Aber dann kommt man genau dahin. Das nutzt mir ja mal gar nichts. Steht da ja auch, aber. Ja, Interface. Keine Ahnung, wo es diesen Suppenmodus gibt. Das müsste ja eigentlich auch so ein Ding sein, was man da auswählen kann, aber. Ja, keine Ahnung. Ja, holen wir uns mal die bessere Küche. Zack. Überleben. Küche. So. Ah, da ist schon noch Platz. Okay. Aber nicht für eine Küche. Doch, da. Geht das? Nee. Naja, ich weiß nicht, ob die dann da überhaupt entlang können. Also sollte das aber ja gehen. Quatsch. Wir könnten natürlich auch mal einen Pfad bauen. Kostet 1 Holz. Aber ja, das mit dem Pfad bauen ist natürlich so eine Sache, wenn man hier quasi nichts sieht. Also da hätten sie ruhig den Rest irgendwie einfärben können oder so. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut gemacht. Wieder mal Interface. Ja, gehen wir da noch runter. Haben wir da mal einen Pfad. Und dann bauen wir sowas hier auch hin. Da. Dann haben wir da jetzt zwei Gebäude. So. Und ja, das könnten wir natürlich. Wieso kann ich denn da einen Pfad reinbauen? Ich meine, das können wir halt machen. Moment. Falsch. Abbrechen. Abbrechen. Pfad. Der sollte daneben. Ah, ne, das war schon so richtig. Okay, dahin. Ach, da steht ein dummer Baum. Den können wir, müssen wir auf jeden Fall drum rumlaufen. Ja, okay. Der ist ja doof. Will aber keine Schiefe bauen. Dann reißen wir das Ding ab. Abbrechen, abbrechen. Dann bauen wir das später dahin. Dann haben wir das hier. Ja, das ist.
Ich meine, hier können wir natürlich. Das so bauen. Aber den. Ich weiß ja nicht. Das Interface wieder. Ich weiß ja nicht, was ich damit zubaue. Weil, wo ich einen Weg hinbaue, kann ich kein Gebäude mehr hinbauen. Wenn ich aber jetzt den Weg hinbaue und dann nur noch Platz für wenige Gebäude wäre, würde ich das, den Platz damit zerstören. Das ist auch wieder gruselig schlecht gelöst. Hat sicher einen guten Grund, wieso man auf Steam auch sehen kann. Hatte ich ja mich vorher bei den ersten zwei Teilen oder so, hatte ich mich, glaube ich, gewundert, dass ich ein Achievement für Pfade bauen bekommen habe. Und das, glaube ich, auf Steam keiner hat oder sehr wenige haben. Was natürlich Sinn macht, wenn das Interface so gruselig ist. So, da machen wir einen Weg dahin. Ich meine, da, wenn wir das so nah da dran bauen, dann da wird schon nichts sein. Aber jetzt da beispielsweise sieht es dann wieder schlecht aus. Und dann hätten wir das hier noch. Ja, und da. Ich meine, das hier können wir natürlich verknüpfen. Dann den hier hin. Und darüber. Damit richten wir jetzt keinen Schaden an, sage ich mal. Es nutzt halt im schlimmsten Fall nichts. So. Und dann haben wir natürlich noch unser HQ. Und da hatte ich ja mal angefangen mit einem Weg irgendwo. Naja, das ist aber ja. Da müsste man, glaube ich, noch entwickeln, dass man. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier schon mal einen Weg gebaut habe. Man sieht ja nichts. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da ist ein Weg. Ne, das ist wahrscheinlich kein Weg. Keine Ahnung. Die hätten ja ruhig dann in so einen Straßenmodus wechseln können oder sowas. Ich glaube, bei den Witterungen kann ich das jetzt ein bisschen besser erkennen, dass da in dem Fall nichts ist. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich da irgendwo eine Straße gebaut habe. Das hier ist eine Straße. Das ist nicht gut gelöst. Und ich wollte eigentlich ja hier diesen Weg dran vorbeibauen. Jetzt geht mir da das Interface wieder. Geht da wieder im Weg. Okay, machen wir hier weiter. Und ich glaube, für den Kram musste ich. Ist das auch Erkundung? Ja, genau. Weg über seichtes Wasser. Kostet 3. Ja, machen wir das auch gerade noch. Dann können wir das zumindest weitermachen. Ja, ich weiß nicht, ob eine Diagonale da sinnvoll ist. Aber ich meine, das Wasser wird da ja sowieso nicht genutzt. Gehen wir bis dahin. Und dann dahin. So. Jetzt können wir nochmal gucken, ob hier vielleicht. Ich glaube, der Weg geht bis da. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Lagerfeuer. Okay. Ich glaube, da ist auch. Ist da eine Straße schon? Keine Ahnung. Ich kann da nichts erkennen.
Wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch nicht. Alter Falter. Wieso kann ich ihn da nicht bauen? Oder ist das Lager so groß? Ja, keine Ahnung. Kann auch sein, dass da schon eine Straße ist. Ja, sieht danach aus. Das hier ist wohl die Straße. Ja. Ja, okay. Jetzt verbrauchen wir damit natürlich ein bisschen Holz, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Wie sieht's aus mit deren Forschung? Das nächste bei 80.000. Na gut. Na, und das ist das ganze Holz weg. Aber wir bekommen ja jetzt auch neues Holz durch die neuen Plünderaktionen. Na, da können wir halt nirgends hin. So, eine Person wird dort arbeiten, ja. Eine große Küche gebaut. Ist jetzt natürlich noch kein Erfahrener. Aber allein das hilft natürlich schon dabei. Dann können wir die hier beispielsweise abreißen. Feldküche. Upp. Und dann haben wir da auch wieder einen frei. Und den stecken wir jetzt einfach mal ins Lager. Ich weiß jetzt nicht, wieso der überlastet sein soll, aber... Das ist sowieso ganz gut bei mit den Riskanten. Dann reißen wir den auch ab. Setzen wir den auch noch da rein. Achso, die... sind den Weg am Bauen und deshalb sind die zu blöd, die Ressourcen abzuholen. Auch da die Prioritätenliste von denen, die ist ein bisschen sehr fragwürdig. Naja, da steht gar nichts mit dem, keine Ahnung, was sie dann anfangen. Okay, wie dem auch sei. Da können wir wohl auch nicht viel tun. Dum dum. Ja, wir sind auf jeden Fall mit der Forschung. Da geht's ganz gut vorwärts. Da kommen wir leider nicht hin. Das würde ich zwar ganz gerne haben, aber da kommen wir nicht dran. Da sind überall Krankheiten und so. Da lassen wir noch jemanden erkunden. Mhm. Können wir eigentlich noch hier weiter erkunden? Das Gebiet hatte sich ja irgendwie ausgedehnt. Da haben wir ja auch noch was. Ruinen einer Tankstelle. Ja, lauft mal hier hin. Da am Rand.
ist auch noch irgendwas. Ja, da könnten wir ein Haus draus bauen. Ziemlich günstig, aber das macht ja, macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Oh, das hier können wir freischalten und durchsuchen. Damit kriegen wir ein Seil. Und Forschung. Und das können wir dann wieder für was anderes verwenden. Um das Sortierhaus. Wunderbar. Das Sortierhaus. Das müssen wir umstellen auf Müll. Und dann werden wir da einfach einen Experten reinsetzen. Naja, wobei, der kann noch mehr machen. Naja, weil der hat ja 4. Also das ist schon so okay. Jetzt kann es halt nur sein, dass der auch komplett überfordert ist. Also der ist auf jeden Fall komplett überfordert. Aber die Frage ist, ob der das Zeug da richtig abtransportiert. Und, eine Suche beendet. Er trägt 120. Ja, super, aber das Ding können wir nicht abreißen. Also es bleibt stehen. Eigentlich wollte ich das ja... Ne, den lassen wir mal da, weil sich das ja auch regenerieren sollte eigentlich. So. Ne, Moment, dann nehmen wir mal ein oder zwei raus und stecken die da rein. Suche an einem Ort beendet. Ah, der ist von da unten gekommen. Auch die können wir nicht abreißen. Das können wir mitnehmen. Ja, und da könnten wir mal hin. Ist das... Da haben wir noch ein Haus drauf, oder? Ja. Oh. Irgendwer ist nah genug dran. Aber da kriegt man eine Krankheit durch. Wir haben aber jetzt ein Seil bekommen. Dann werden wir uns das hier auch noch holen. Naja, Spezialisierung zu entwickeln, wunderbar. Und dann machen wir Ausdruck. Jawohl. Aber die sind jetzt trotzdem schon so weit, dass sie fast das nächste machen können. Seltsam, okay. Dann macht es natürlich Sinn, dass der da arbeitet. Und okay. Ja, die forschen da mal weiter. Also forschen. Und dann... könnten wir eigentlich... direkt die nächste Bäckerei oder Feldküche da bauen. Reißen wir die auch noch ab. Und bauen das Ding dahin. Wo war das jetzt? Wachstum? Nee. Überleben? Wohlergehen? Küche? Ja. Werden wir denn dafür jetzt noch Platz finden? Ja, groß mit Farmen sieht das dann jetzt eher schlecht aus, würde ich sagen. Bauen wir die dahin.
Und dann sollte ich wahrscheinlich immer direkt auch den Weg bauen, weil ich dann noch weiß, wo wir denn theoretisch Platz hätten, um den Weg zu bauen. So. Ja, das Interface. Auch beim Wegbau, es steht kreuz und quer im Weg. Man sieht nichts und es ist im Weg. Ja, und wenn das... Ich hoffe mal, dass wir das ja dann auch platt machen können. Ein Gebäude ist nicht in Betrieb. Ja, weil die auch wieder überfordert sind. Ach ja, wir hatten jetzt noch die zwei Köche. Stecken wir da rein. Ex-Köche. Kleines Lagerhaus. Die Menschen leben zu weit vom Arbeitsplatz entfernt. What? Ach so, ja, weil wir da jetzt jemand Neues reingesteckt haben. Okay, da ist es kein Problem. Da müssen wir jetzt nur finden, wo das Haus war. Weil das Wohlergehen. Blockhütte. Jawohl. Und da hatten wir... Ne, hatten wir da noch keins gebaut. Ja, bauen wir den... Das war ein Park oder sowas. Das Interface wieder im Weg. Bauen wir das... Da... Naja, so eigentlich ein Weg hin. Dann machen wir das auch direkt. Weg. Art. So. Mhm. Und das hier könnte man... Da bräuchte man aber auch wieder TNT für. Das will ich eigentlich dafür nicht aufverwenden, weil wir davon nicht viel haben. Können wir das Ding jetzt abreißen? Ja, genau. Und dafür bräuchten wir wieder Thermit. Wundert mich, dass wir das noch haben. Aber das hier sollten wir auf jeden Fall platt machen, weil wir die Gegend da brauchen. Ja, Suche beendet. Gebäude ist nicht in Betrieb. Das ist jetzt einfach, weil die, genau, zu viel Krams da haben. Können wir jetzt aber auch... Oh. Wer hatten wir doch eben schon? Wir haben auf jeden Fall ordentlich Ressourcen. Also Holz fehlt uns vor allem Dingen. Wir haben hier dieses Krankenhaus-Dingen, Isolationsstation. Und da haben wir eine, das ist eine Klinik. Und sowas sollten wir hier auch bauen, wenn ich jetzt wieder wüsste, wo das ist. Da, Sanitätszelt. Bietet den Menschen eine medizinische Grundversorgung. Ja. Okay. Stehen halt jetzt die Bäume im Weg. Da haben wir ja schon einen Weg gebaut. Dann setzen wir den dahin. Das ist schon ganz schön groß. Okay. Dann hätten wir die Insel gecovert.
Und theoretisch müssten die ja da auch. Moment, das machen wir nochmal anders. Das machen wir hier hin, dann können die von der anderen Seite da auch eher ran. Wenn wir die denn hier zwischen bekommen. Irgendwo. Steht der Mist zwischen. Also Bäume. Da. Okay, wunderbar. Mhm. Ja, ja, ja. Ein Gebäude ist nicht in Betrieb. Das liegt, genau, ist immer noch, weil der Kram nicht abgeholt wird. Die sollten wir vielleicht dann auch noch an den Weg anschließen. Einfach darüber. Wahrscheinlich brauchen die jetzt noch länger, um das abzuholen. Zwei Menschen werden dort arbeiten. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gut die mit den ganzen Fischen klarkommen. Im Moment haben wir immer noch null Fische. Wir hatten ja auch die hier geändert. Und sie sind wieder gestiegen. Wunderbar. Dann machen wir da Nummer 2. Und dann müssen sie noch eins weiter. Damit die das auch perfekt machen können. Und wenn die das haben, dann stellen wir die wieder um auf die andere Forschung. Und ne, das machen wir jetzt mal gerade. Dann können wir den anderen Kram nämlich schon mal bauen. Standardmodus. Dann werden wir die mal gerade verarbeiten. Und schon mal farmen und so weiter. Anfangen zu bauen. Und wir können ja dann auch die Ressourcen sammeln und so weiter. Oh, neuer Clan entdeckt. Division 29. Die sehen immer böse aus. James Ainsworth. Weiß ich jetzt gar nicht, ob man die am Anfang aussuchen konnte. Die meisten von uns sind ehemalige Angehörige der Militäreinheit und deren Nachkommen. Obwohl wir als Soldaten an der Küste waren, als die ersten Tsunami-Wellen über uns hereinbrachen, haben wir dank unseres Trainings und bloßer Willenskraft überlebt. Danach taten wir das, was wir am besten konnten. Wir bildeten eine Gemeinschaft, die sich auf eine klare Hierarchie stützte und versuchte, dem Soldatenethos zu folgen und beschlossen, sich schnell viele andere Überlebende an. Uns schlossen sich schnell viele andere Überlebende an, die vor allem Sicherheit und Stabilität suchten. Ja, das ist ja super. Aber mitnehmen wollen wir euch eigentlich nicht. Und wir haben natürlich auch wieder keinerlei Info, was die überhaupt sind. Wir haben noch nicht mal eine Angabe. Doch, da. 35. Ich meine, das scheint halt traditionell zu sein und nicht unbedingt freiheitlich. Ist wahrscheinlich genau gegenteilig. Wir werden später nochmal zurückkommen. Wenn wir euch auf eine Insel verbannen können. Ja, das hier waren die 28. Die wollen wir auch nicht. Okay, Survivors. Ich meine, wir könnten schon noch neue Leute gebrauchen. Aber nicht so blöde. Ja, müssen wir mal gucken.
Jetzt müsste man zum Expandieren auf jeden Fall, also zum Leute expandieren, auf jeden Fall auf neue Inseln gehen. Aber erstmal sollten wir die alten Inseln jetzt ausrüsten, denke ich. Im Moment liegen wir ja hier ganz gut. Da könnte man auch noch nach Leuten suchen. Vielleicht haben die sich hier an diesem kaputten Boot auch zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Moment, da ist einer von. Da hätte ich natürlich die drei auch noch reinstecken sollen. Die brauchen natürlich hier auch noch mal ein Krankenhaus. Da bräuchten wir auch Seile, um das loszuwerden. Oh, das können wir auch noch durchsuchen. Rede des Oberhaupts ist erloschen. Und dann halten wir wieder die tolle Rede. Damit wir das auf Cooldown halten, mehr oder weniger. Und dann können wir beim nächsten Mal wieder irgendein tolles Gesetz einfügen. Einführen. Da ist aber eigentlich nichts mehr Gescheites. Also ich würde jetzt kulturelle Bildung nehmen, weil das einen Bonus gibt und das, aber eigentlich brauchen wir die nicht. Wir könnten auch hier Kapellen und so weiter bauen, aber ich sehe jetzt auch nicht, ja, das bringt halt Zufriedenheit, aber eigentlich haben wir da keinen Bedarf für irgendwie. Naja. Das gehört auch noch alles zu dem Gebiet. Aber da kann man halt nirgendwo was hinbauen. Na, also das ist alles nur seichtes Wasser, das nutzt nichts. Da hinten kann man vielleicht was hinbauen. Das draußen. Was wir halt hier machen könnten, wäre da diese Stelzdinger zu bauen, um das Gebiet zu erweitern. Aber eine Farm werden wir wahrscheinlich da nicht drauf bauen können. Dass das hier das auch noch. Okay, das geht noch weiter da hinten. Wäre vielleicht mal ganz interessant, da eine Expedition hinzuschicken, um zu sehen, was wir denn überhaupt da für ein Gebiet noch haben. Wir können mal da drei Leute abzwacken. Neue Expedition. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. So. Also die würden ja. Okay. Schicken wir die mal dahin, dann würden die ja auf jeden Fall durch das Gebiet noch kommen. Die sind dann wahrscheinlich da im Wasser, aber wir müssen noch mal gucken. Forschung geht vorwärts. Da wird neue reingebracht. Es geht ganz gut.
Und jetzt könnten wir eben so eine Backstation, ein Insektenhaus bauen. Insektenfarm. Eine große Insektenfarm. Na, wir bräuchten dafür aber diese Sojabohnen. Und dafür bräuchten wir eine kleine Farm. Das ist eine intensive Landwirtschaft. Ja, das wäre schon sinnvoll. Ach, da bräuchten wir aber Präzisionsleute für. Da haben wir natürlich keine. Also müssten die von der Farm noch woanders arbeiten. Ja, Farm ist was anderes, das ist Präzision. Das können wir die anderen dann noch erforschen lassen. Dann würden die das nur verarbeiten. Backstation, dafür müssten sie das mit dem Mehl haben. Wir haben auch dieses. Davon haben wir 240. Also theoretisch könnten die halt das mit dem Insektenhaus machen. Okay, also wir haben jetzt eine Farm gebaut. Wir haben noch keine Spezialisten. Vielleicht lassen wir das auch dann eine andere Fraktion machen. Das war jetzt dann erstmal unsinnig. Ich werde jetzt das trotzdem erst noch weiter forschen. Forschungspunkte, die können wir schon mal umwandeln. Blockhütte errichtet. Wunderbar. Die hatten sich ja beschwert, dass sie zu weit laufen müssen. Da sind auch noch mal Leute. Aber da kommen wir halt nicht ran. Der hat ihn so los, okay. Wir müssen mal gucken, dass wir das auch wieder zeitig abbrechen. Die kriegen nicht genug Fische, um die zu verarbeiten. Dann schellen wir das hier wieder um auf den Standardmodus. Weil solange wie wir die nicht anders einsetzen können, macht das mehr Sinn, weil die da einen Nettogewinn draus machen. Das können wir noch mitnehmen. Ja, das ist doof, dass man das Ding hier nicht abreißen kann. Das ist auch nochmal ein separates Gebiet. Kann man natürlich jetzt auch nicht sehen, ob die zusammengehören. Wahrscheinlich schon. Ah, das hier können wir naja, da ist auch eine Krankheit drin. Ja, wir müssten hier auf jeden Fall nochmal so ein
eine Klinik bauen. Können wir das vielleicht erforschen? Wo ist das jetzt wieder drin? Wohlergehen? Ja, Krankenhaus. Klinik. Strombetrieben. Ja, das könnten wir auch machen. Ressourcen hätten wir. Und dann hätten wir die Klinik. Bauen wir direkt ein Krankenhaus dahin. Wenn wir denn... Wenn wir denn den Platz dafür hätten. Aber... Da könnten wir wahrscheinlich... Stellen können in seichner tiefen Wasser... Wasser errichtet werden, um zusätzliche Baufläche zu schaffen, um Bezirke zu verbinden. Also wir sollten eigentlich... Das Interface ist nicht so scheiße, wer? So, dann bauen wir... Wow, das kostet natürlich irrsinnig viel Material. Aber ansonsten kriegen wir halt nie den Platz für das Krankenhaus zusammen. Wir bauen jetzt erstmal das und dann muss ich mal gucken, ob ich das nochmal anpassen muss. Wahrscheinlich schon. Und die sind jetzt hier bei dem letzten Forschungsdingen. Oh, das ging schnell. Wohlergehen, Krankenhaus, ja, also ein bisschen zu klein. Aber es war ein Anfang. So. Ich sehe nichts. Wieso geht das da nicht? Wieso baute das da drunter? Ich hoffe, dass ich das dann noch weiter ausbauen kann. Sonst wäre das jetzt ein bisschen unnütz. Ich meine, da können wir noch Gebäude drauf bauen. Aber so, die sind jetzt hiermit fertig. Ne, die sind nicht fertig. Die können dann noch. So, nochmal gucken. Wäre natürlich auch eine Idee gewesen, wenn man sowas hier haben würde, dass man dann einfach sagt, hier Hotkey, bam, mach das. Statt da so rumfummeln zu müssen. Also von der Breite geht's. Also das ist im Moment quadratisch. Entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das denn hier irgendwie machen können. Ja, das geht. Weiß jetzt nicht, wie viel da gefehlt hat. Wahrscheinlich waren das die Teile. So, da haben wir aber jetzt kein Holz für, um das komplett zu bauen. Das waren natürlich jetzt auch wahnsinnige Ausgaben vom Holz. Wahrscheinlich ein bisschen zu mehr als als es jetzt sinnig gewesen ist. Aber ansonsten kriegen wir hier das Ding nie hin. Da können wir, wenn wir die Seile hätten, auch nochmal schön was abholen. So, und dann können wir uns das hier nochmal anschauen. Da hört das Gebiet auf von denen. Okay. Das ist aber alles unter Wasser. Ein Sanitätszelt hier oben, das ist das kleine.
Keine Vorräte. Das ist egal, das kommt ja dann. Pfadfinderlager ist untätig. Jawohl. Da kriegen wir eine Krankheit. 20%. Da gibt es auch eine Krankheit. Und das will ich eigentlich nicht. Die werden jetzt da mal erkunden gehen. Und dann werden wir uns das beim nächsten Mal näher ansehen und mal schauen, ob wir auch auf neue Leute stoßen. Oder wir könnten auch überlegen, ob wir die Insel hier fit machen. Die sollten wir dann aber erstmal weiter erkunden, um zu sehen, wen wir denn hier draufsetzen können. Aktuell sehe ich hier quasi nichts, also so Schrott oder sowas. Vielleicht sollten wir die mit denen da unten zusammenschließen. Oder aber, dass wir da eine der neuen Fraktionen dann draufsetzen. Ja, wäre natürlich auch eine Option. Das heißt, dass wir im Endeffekt da erstmal hin müssten, alles vorbereiten, weil wir sonst da niemanden draufschicken können. Oder wir müssten die neue Fraktion erstmal zu der Insel schippern, mit der neuen Fraktion Expeditionen machen und die dann da rüberbringen. Aber das ist ja auch Kappes. Also ja, müssten wir auf jeden Fall, wenn dann, erst vorbereiten, wenn wir das machen wollen. Gut, aber das soll es dann erstmal für dieses Mal gewesen sein. Ja, wieder ein bisschen hier Ärger mit dem Interface. Also das ist echt die größte Schwäche von dem Spiel, finde ich. Naja, gut. Das soll es dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen mal montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.